So Leute, das Tag-Video ist da. Ja. Und zwar hat mich The True Bounty getaggt. Es hat etwas gedauert, bis ich endlich das Video gedreht habe, da ich die ganze Zeit was irgendwie vor mir hingeschoben habe. Und ihr seht mich, ja. Das bin ich. Der Mario LP. Und ich fange einfach mal an, damit das Video nicht zu lange wird. Ich kenne mich ja eh, ich laber aber nicht die ganze Zeit gleich eh um den heißen Brei herum. Von daher, es beginnt. Ja, The True Bounty hat mich getaggt. Und er möchte 10 Fragen beantwortet haben, die sich rund um den Let's Play Bereich beziehen. So, die erste Frage lautet, wie bist du zum Let's Playen gekommen? Ich bin zum Let's Playen gekommen. Ich hätte mir das aufschreiben sollen. Ich mache das jetzt echt spontan. Ich habe mir nichts vorher aufgeschrieben. Und ja, ich bin zum Let's Playen gekommen, indem ich, glaube ich, damals mal bei Multiplayern spielen mit Jessica, 19Rockstar93, in meiner Freundesliste, Kopfspiele gespielt habe, also Multiplayer-Spiele. Und dort haben wir immer Hilfe gesucht. Also ich auf jeden Fall habe da mal zwischendurch reingeschaut. Und ja, dann hat man das so gesehen. Und dann haben wir irgendwann Secret of Mana gespielt zusammen. Und wollten das auch aufnehmen. Als Let's Play. Wurde aber nichts, denn wir waren einfach zu dumm. Wir haben mit Hypercam und komischen Programmen gearbeitet und das hat überhaupt nicht funktioniert. Wir haben nicht mal einen Part zusammenbekommen. Und ja, dann irgendwann bin ich dann im Dezember zu RelaxoFan32 gekommen. Ist auch in meiner Box, in meiner Abo-Box. Die hat da Golden Sun gespielt, spielt sie ja immer noch. Und einfach, weil mich das, ich liebe Golden Sun, nur mal das um so zu sagen, ja, bin ich dann dazu gekommen, also hab das angeschaut und dachte mal, im März, mache ich es auch mal Ende März, habe ich es mal probiert. Und seitdem bin ich Let's Player und so bin ich zum Let's Play gekommen. So, und das war schon viel zu lange für eine einzige Frage. Naja, ciao, bis zur nächsten, nicht ciao. Auf geht's zur nächsten Frage, ja. Was ist deine Lieblingsspielserie und warum? Viele würden jetzt meinen, ich würde sagen Zelda. Viele würden sagen, ich sage jetzt Pokémon. Nein. Klar mag ich diese Spielserien. Sind auch meine wirklich Lieblingsspiele, sage ich mal. Auch, aber ich muss sagen, als Spielserie, wirklich als Videospielserie, was ich da als genialsten finde, um eine Serie wirklich spannend zu halten, sind für mich die Ace Attorney-Reihen, also Phoenix Wright, dieses Gerichtsspiel, kennt ihr schon, für den DS. Gibt es momentan 4 Teile, also 3 Teile, Entschuldigung, mit Phoenix Wright und einen Teil mit Apollo Justice. Es ist nur zum, nur zum Lesen, so. Und halt ist ziemlich mysteriös und macht mega viel Spaß, als wenn man ein Buch lesen würde und ich lese ja keine Bücher. Also, ist wirklich eine tolle Serie. Ich glaube, ich freue mich schon mal, dass das Spiel für den DS für den 3DS rauskommt oder DS mit Professor Layton und böses Phoenix Wright oder sowas. Ja, damit um die Frage zu beantworten. Phoenix Wright. Nächste Frage. Top 10 Games. Jetzt schneide ich das zusammen, weil sonst kann ich das nicht. Oh nein! Und zwar, ich habe mir eine tolle Liste gemacht. Nummer 10 meiner Top 10 Games. Zelda Majora's Mask. Einfach nur episch, episch, episch. Ich mag das mit den Masken und es ist ein bisschen düster. Und ja, das reicht auch schon als Beschreibung, denn ich muss noch 9 andere Spiele vorstellen. Nummer 9. Donkey Kong 64. Ja. Jump'n'Run mäßig, top. Ich will immer noch eine Fortsetzung, aber es gibt keine mehr wahrscheinlich. Ja, genau. 8. Final Fantasy 8. war eins meiner ersten Rollenspiele. Wenn nicht sogar das erste. Und ich war 8 oder so und hab's mit 9 irgendwann durchgespielt. Ich habe über ein Jahr gebraucht. 4 CDs waren es ja damals auf PlayStation. Rede ich zu laut? Ich meine zu schnell? Na, keine Ahnung, ist ja auch egal. Naja, nächste Nummer. 7.
Ja, da kommt dann die Phoenix-Wright-Reihe dran. Einfach nur episch, alles hintereinander weg. 1, 2, 3 und 4. Alles gleich gut, perfekt und ja. Platz Nummer 6. So. Yes. Ist Golden Sun 1 und 2. Die sind um einiges epischer als der dritte Teil jetzt für DS. Ja. Für den DS ist er ist auch gut. Aber 1 und 2 waren wirklich episch. Nummer 5. Mario Sunshine. Ich weiß nicht, das ist mein Lieblings-Mario. Ich mag es noch mehr als 64, Mario 64. Keine Ahnung warum. Platz Nummer 4. Habe ich vergessen aufzuschreiben, habe ich überflogen. Ich habe also nur 9 Namen aufgeschrieben. Deshalb mache ich das jetzt spontan und es ist Banjo-Kazooie. Da ich das vergessen habe komplett, also Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie. Ich würde eher sagen Banjo-Tooie, weil ich Banjo-Tooie mehr mag. Ich weiß nicht warum. Das ist bei meinen Spielen so, ich weiß nie, warum ich die gerne mag, die Spiele. Ich mag sie einfach gerne. Nummer 3. Number 3. 3. Zelda Ocarina of Time. Ja. Was soll man über dem Spiel sagen? Es ist einfach nur Hammer. Und Master Quest ist auch ganz gut. Ja. Wassertempel. Wassertempel. Oh, wir kommen zu den letzten zwei. Und jetzt ist auch zwei dran. Und zwar, wie gesagt, ich bin Rollenspielfan. Deswegen ist es klar, dass die letzten Teile, letzten Nummern Rollenspiele sind. Und zwar Nummer 2 geht an Tales of Symphonia. Für den GameCube. Es kam auf zwei CDs raus und war einfach nur von der Story her und von allem her unglaublich. Ich war noch nie so sehr in der Story wirklich fixiert wie bei Tales of Symphonia. Und ja, es ist einfach nur toll. Muss jeder mal gespielt haben, wenn er Rollenspiele mag, weil es wirklich richtig gut ist. Numero 1. Top Game from me. Ja, ist ein sehr unbekanntes Spiel. Das kennen sehr wenige. Es ist, heißt Skies of Arcadia. Ist auch für den GameCube. Und man kennt es nicht. Also, viele kennen es leider nicht. Und es ist jetzt von der Dreamcast. Kam es raus, originalmäßig. Dann kam es für den GameCube als Re-Release, Neuauflage raus mit ein paar neuen Sachen. Und dort habe ich es auch das erste Mal gespielt mit und war der Durchbruch meiner RPG-Sucht sozusagen. Klar, Story ist halt wie jede andere, man muss Kristalle finden, aber das Besondere ist halt wirklich, man fliegt durch die Weltkarte, also das sind Inseln, worauf die fliegen und es gibt Schiffskämpfe, man kämpft mit dem Schiff auch zwischendurch, man kann das verbessern und ja, es ist einfach irgendwie magisch. Es ist mein Lieblingsspiel. Nummer 4. Ich merke jetzt schon, die 15 Minuten schaffen wir nicht. Ich muss das in zwei Teile aufpacken. Aber naja, Nummer 4. Welcher Spielecharakter hat dich am meisten fasziniert und warum? Keine Ahnung. So, Frage Nummer 5. Was war das schlechteste Spiel, was du je gespielt hast? Tetris. Nein. Ich weiß, viele mögen Tetris. Aber ich weiß nicht. Ich kann mich damit nicht anfreunden. Ich hasse das Spiel. Ich weiß nicht. Ich mag das nicht. Aber jetzt wirklich als schlechtestes Spiel das abzusegnen, das ist jetzt vielleicht nicht. Ist halt nichts, was ich spiele. Schlechtestes Spiel. Dragon Slayer. Für den GameCube. So, nächste Frage Nummer 6. Was ist deiner Meinung nach der beste Film? Ich würde jetzt Hangover sagen und in 2 Wochen, in 1,5 Wochen kommt sogar schon der zweite Teil raus, ja. Aber wenn man wirklich sagen muss, der beste Film, ist es für mich ein Film, den man immer wieder sehen kann. Von dem man sich nicht satt sehen kann und den man immer wieder, der selbst bei anderen Filmen, die du schaust, wo du sagst, wo du nur noch an den Film denkst.
Und das ist für mich Scary Movie. Scary Movie 1. Weil den habe ich bestimmt schon 1000 Mal gesehen. Nein, 10 Mal bestimmt schon. Und ja, trotzdem kann man da noch drüber lachen. So, da sind wir schon bei der Frage Nummer 7. Und zwar ist die Frage Nummer 7: Welchen Promi würdest du gerne mal treffen? Gronkh. Würde ich gerne mal treffen. Angie habe ich schon gesehen. Angela Merkel. Ja. Hatte ich schon gesehen. Von der, die möchte ich nie nochmal sehen. Gronkh. Oder, ich glaube, ich würde auch mal ganz gerne Lady Gaga sehen. Und mal sehen, ob die genauso crazy hinter der Bühne ist, wie sie auch immer auf der Bühne ist. Und ich glaube, dass die eigentlich ganz lustig ist. Ich glaube, mit der kann man Spaß haben. Und, also jetzt nicht zweideutig gesehen. Naja, nee. Ja, das war's. Nächste Frage, bevor ich mir noch peinlicher mache. So, Frage Nummer 8. Nur noch 2 Fragen. 3 mit der, die jetzt kommt. Was hältst du vom Thema Killerspiele? Ich halte vom Thema Killerspiele, klar, man sollte mit unter 18 noch nicht solche Spiele spielen wie Call of Duty, Counter-Strike, aber naja, wer macht das denn schon nicht? Ich meine, ich habe auch erst, seit ich jetzt 18 bin, seit dem 22. Januar, seitdem spiele ich jetzt Call of Duty. Ich habe vorher auch noch nie Counter-Strike gespielt und ja, aber ich glaube, die gehen eher darauf mit dem Amok, gehen die dann damit weiter, dass man wegen den Killer spielt. Ich meine, man muss schon vorher psychisch, glaube ich, etwas angeknackt sein, wenn man sowas wirklich macht. Ja, also. Ich halte von dem Thema Killerspiele nichts. Ich finde, man sollte natürlich immer noch den Hang zur Realität wissen. Dass das nicht die Realität ist, sondern dass das einfach nur ein Spiel ist. Und ich denke mal, dass die meisten Spieler das auch wissen. Bloß, manche wissen es halt nicht. Also von daher finde ich das unsinnig, von den Politik da Killerspiele und sowas verbieten zu wollen. Ich habe das geil betont, ne? Verbieten. Ja, man sollte natürlich gucken, dass man, ja, man kann ja nichts gegen die Jugend machen, dass die dann irgendwie schon mit 12 Counter-Strike spielen. Geht ja nicht, von daher müssen die Eltern sich dann irgendwie verantworten. Welche Personen inspirieren dich? Mich inspirieren. Wie jetzt? Also im Leben selber oder jetzt? Also oder jetzt als Let's Player? Na gut, ich sag mal 2 Personen jeweils für beide Seiten. Meine Freunde. Ja. Dass die das mit jemandem wie mich aushalten. Nein, also weiß nicht. Ich kann mir unter dem Begriff inspirieren nichts vorstellen. Weil ich bin eigentlich ich selber und lass mich von niemandem inspirieren. Aber sagen wir mal so, um zum Inspirieren. Oder mir, wo ich sage, so würde ich auch ganz, das würde ich auch gerne so haben oder machen. Dann wäre es wahrscheinlich die ganzen Ärzte. Denn die retten Leben. Keine Ahnung, mich inspiriert niemand. Ich kann ja jetzt keine Person sagen oder keine Berufsperson oder so, keine Leute sagen. Mich inspiriert niemand. Und vom Let's Player-Sicht da schon, da ist es ganz klar Gronkh und RelaxoFan32. Nummer 10 ist, was wünschst du dir für die Zukunft? Oder so ähnlich formuliert war das. Gesund bleiben. Immer noch weiterhin schön viel Geld verdienen. Dass alle anderen um mich herum gesund bleiben. Dass 2012 nicht die Welt untergeht. dass ich aus dem Wassertempel herauskomme. Denn ich bin immer noch drin. Und schon lange. Also das werdet ihr noch sehen. ja. Ja. Sonst, dass ihr euch vermehrt. Könnt ihr ruhig auch machen. Also macht ein bisschen Liebe, vermehrt euch, also meine Abonnenten, vermehrt euch und dann steigt die Zahl auch höher. Und obwohl, Dankeschön, das sind jetzt mittlerweile schon 42 Abonnenten. Das ist eine Menge, seit meinem Infovideo sind schon einige dazu gekommen. Und Dankeschön dafür. Und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ihr seht mich zum ersten Mal. Ja.
wird nicht das einzige Mal geblieben sein. Und ja, das war mein Video. Ich kann es nicht mehr länger in die Länge ziehen. Ich weiß eh schon, dass es viel zu lang ist und ich derbst viel schneiden muss. Aber man sieht sich beim nächsten Let's Play. Ciao, ciao. Bye, 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 bye. Ciao.